Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir voll aufs Maul gekriegt, wie auch immer. Diesmal sogar in riesen Mexia-Style. Und ja, ich habe jetzt offscreen nicht trainiert direkt. Ich befinde mich ungefähr 20 Minuten oder so nach der letzten Aufnahme. Und ja, ich habe hier wieder ein paar Aufträge angenommen. Und zwar hier, wo wir einige Leute kaputt haben müssen. Und ja, das gehen wir jetzt einfach mal ab. Und das auch. Wir sind übrigens völlig blank, weil ich ja mein ganzes Geld wieder ausgegeben habe, um neue Objekte hier zu kaufen, die ich alle verballert habe. Und ich glaube, die kommt immer wieder neu. So, wir müssen ein Gemüseset hier abgeben anscheinend. Dafür müssen wir nach Hamel und da gehen wir einfach mal hin. Weil warum nicht? Scheint ja. Wir können ja anscheinend dahin gehen, ne? Ja, Torwallan-Höhenstraße. Ist ja gut, Stromtalwiese. Naja. Können wir auch schon mal machen, ja. Ich bin es blöd, dass wir so wenig Punkte kriegen. So. Was ich jetzt mal ausprobieren will, dafür muss ich aber erstmal speichern. Weil wir können uns ja auch. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen, verdammt. Wir können uns ja auch Extraktoren ja oder Extrator herstellen, wie man ja hier gesehen hat. Beispielsweise, ja, ich habe nicht genug Geld, dass sie mich auf den Arm nehmen. So, verkaufen wir irgendwas hier, also nicht. Hier. Zack. So, wir können ja jetzt per Spezial irgendwas hier verballern. Dafür brauchen wir nur drei heilige Tränke noch und davon habe ich ein paar geholt und ja. Anscheinend geht dann Funke weg, aber wir bekommen dann Sternfeuer. Mach mal mal. Sternfeuer angefertigt. So, jetzt haben wir aber keinen Funke mehr, ne? Die Frage ist jetzt, kriegen wir Funke irgendwann zurück? Ich glaube nicht, ne? Extrahiert die Elemente Licht und Feuer gleich und ermöglicht das Erlernen der entsprechenden Arts und Fähigkeiten, ja. Und Funke ist jetzt weg, ne? Was? Kann ich die irgendwo herbekommen noch? Aber man hätte ja in beiden Fällen irgendwie das verbraucht, ne? Funke? Ja. Leuchten. Was? Egal. Wir müssen ja eigentlich immer nur die gleichen Sachen lernen als mit Funke, ne? Weil die Dinger bleiben ja immer gleich. Hier Stärke, Schärfe und so. Ob ich jetzt hier das Feuerding ausrüste oder das Ding, ja, die braucht auch Stärke und Feuer, Stärke und Schärfe und so. Deswegen wäre, glaube ich, egal gewesen, ne? Egal. So, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen weiter in Riesenmax hier um. Tut mir leid, dass ich ein bisschen lange hier brauche immer mit der Story, aber ich möchte hier so viel wie möglich rausholen und ja. Ihr werdet mich nicht davon abhalten. So. Zack. Oh, schön. Eine Fertigkeit erlernt. Warte mal, ich glaube, da war sogar. Oh, okay. Lieber Stärke. So, ich habe Elise übrigens ins Team mitgenommen und Alvin rausgeschmissen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Weil wir brauchen einen Heiler. Ich gehe jetzt nicht nochmal direkt zu diesem Typen dahin. Nee, der macht mich doch fertig. Da lasse ich mir doch nicht bieten. Warum konnte ich nicht direkt irgendwie eine Mission bekommen, dass ich hier Gegner irgendwie erledige? Wäre irgendwie viel besser gewesen. Hey, ich will das haben. Ein schöner Fehler, ich habe nur 65, mein Gott. Ist halt überhaupt nicht viel. Hey, verfolgt mich nicht. Spinnennetz. Oh, warte, komm her. Jawohl, Kampfverbündeter. Sehr schön. Das ist doppelte Erfahrungspunkte. Ah, du bist ja, okay. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, meinen Knarren aus, sondern doch schon meinen Knarren aus. Ah. Elise! Gehst du weg von Elise, ich glaube, ich spinne. Verdammt. Ja, ich dachte, damit könnte ich auch verbinden. Anscheinend nicht. Und Dingens. Ja, schön, TP.
Für dies kann ich mir jetzt verlassen. Als Partner. Oh mein Gott, geht ihr weg. Schicke Krise. Gibt es ja noch so, als wenn ich, zulassen will, dass ich auf Elise aufgeht. Ich verballern die wieder alle meine Gegenstände. Okay. Ach ja, ich kann ja rollen, ich Idiot. Hätte nützlich sein können im Bosskampf da. Oh, Kampfverbündete hat man noch nicht. Sei auf der Hut vor Kampfverbündeten. Wenn du im Feld eines Feindes berührst und ihn in einen Kampf zu verwickeln und sich in der Nähe ein anderer Feind befindet, der sich bemerkt hat, musst du gegen beide Feinde gleichzeitig kämpfen. Wenn du es mit so vielen Gegnern auf einmal zu tun hast, könntest du Probleme bekommen. Achte also gut auf deine Umgebung, ehe du dich auf den Kampf einlässt. Sehr schön. So, komm, machen wir dich auch noch platt, weil du irgendwie so riesig bist. Noch ein Kampfverbündeter, sehr schön. Boah, seid ihr angeschrumpfte. Ja, dann sagt sie ihm sowas Grausames. Why won't you die? So, und. Verreck! Irgendwie habe ich Spaß mit den Knarren, wie man merkt, ne? Nein, da wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Danke. Ah. So gegen. Nein. Verdammt. Mein Gott. Also, verdammt. Warte mal. Bitte nächstes Mal so, so was machen. Jo. Er ist auch schon so ein halber Luftkämpfer, finde ich. Finde ich jedenfalls. So. Weil ich am liebsten hätte, wäre direkt irgendwie Dingens hier. Feuerball und so was alles. Warte mal, ich muss halt alles wieder erstmal so einstellen. Windlanze. So, Schwall. Ne, nicht Schwall, 3 Stern. So, hier kommt Schwallen. Na, verdammt. Na, 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 na. You seem quite happy. Being cheerful is what I do. And don't ever, ever give that up. Okay, wir haben ganz schön viel Geld bekommen, sehe ich gerade. I know you can do it. Und bessere Heilzauber, sehr schön. Ah, okay. Dann auf nach Hamill. Oder auch nicht. Gehen wir nochmal weiter. Wir sind so gut wie in Hamill, finde ich. Ein Gewinnstil, ja, super. Genau wie geplant. Verdammt! Noch mehr Gegner, ich plätten muss. Was? Mein Gott, ne! Und? Sehr schön. Oh, super, wieder TP. Nein. Fangen wir nicht wieder damit an. Wow, we really did a great job with that last linked art. It's like your souls are in perfect sync. Ja, fand ich auch, Elise. Wir sind voll verbunden miteinander. Ich hab's immer gewusst. So, mir fällt gerade auf, wir hatten ja noch so ein Rezept an, als wir gegen das eine Viech gekämpft haben, ey. Da macht's irgendwie noch schlimmer, finde ich. Das heißt, selbst mit so Verteidigungsdinger haben wir noch übelst aufs Maul gekriegt, ey. Mann! Was sagt denn das über uns aus? Wir sind scheiße. Ja, ihr habt's da fast. Jetzt wahrscheinlich schon vorher gewusst, aber ich habe es jetzt erst entdeckt. So, du bist immer noch das hier. Kannst du irgendwo mal Dingens lernen? Feuerball oder so.
Was hat Feuerdingen? Feuer, cool, da. Man hat schon Leia. So andere Feuerdingen davon. Hier. Wirklichkeit. Feuerkugel, 230, so. Das hätte ich gerne, ehrlich gesagt. Mondfaust, Tornadoantrieb. Nee. Na, lass mal erstmal. Oh, schon wieder Elementerz. So nah beieinander, sehr schön. Jawohl. Was haben wir alles noch gelernt? Schärfe, ach ja. Erste Hilfe, Wügner, Sprung, Erholungsring, Schutzfeld, sehr schön. Die ganzen also und so werde ich wahrscheinlich eher darauf hinausgehen, wenn wir irgendwann verdammt viele haben. Da will ich so abgeben wie im ersten Teil auf Screen. Von was man irgendwie aber noch nicht sieht, irgendwie, finde ich. Ja, ne, ich kann auch mal ein Rezept hier einsetzen. Wenn wir schon dabei sind. Immer verfolgt mich die ganze Zeit hier. Geh weg! Ich will nur hier alles abluten. Sind überhaupt keine Löcher oder so? Ah, geh weg. Ohne Truhe, geil. Oh, Geld. Wieder abgeben können. Super. Kann ich auch irgendwas bekommen, was ich noch nicht habe? Steigen wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie ein paar neue Sachen herstellen kann, glaube ich jedenfalls. Oh, du bist ein Ausrufezeichen Gegner. Dann komm mal her. So, wenn ich schon stark genug sein, ey. Gegen Wasser bist du anfällig. Okay. Ja, wir können noch Dings einsetzen. Ja, bringt's auch voll. Oh. Kannst du jetzt wagen? Ma. Frag doch mal. Mein Gott, braucht der lange. So viel Power drauf war. Braucht mir nicht die ganze Zeit orangen Gummis hier reinwerfen. Du kannst sie auch irgendwie nicht auf den Boden schmeißen, damit sie klauen kann, ne? Nein, sie muss, glaube ich, nur noch hier ein oder zweimal machen, ne? Denkst du, Elise kann sich nicht verteidigen oder was? Sehr schön. Ja, toll, drei dazu bekommen. Extra. Also, ich habe voll gelohnt. Tempowechsel, ja, ich wusste es. Oder Tempowechsel. Sehr schön. Gewonnener Titel, Beutejäger, so. Alles klar, da hinten ist Hamil. Wenn ich mich nicht irre. Und die Spoiler für die, die das Spiel noch nicht gespielt haben, aber hier ist Hamil. Und da wartet eine Aufgabe auf uns. Ja, wer weiß, vielleicht passiert da nichts Drastisches. Hallo. So, Mission. Details unbekannt. Ach, jetzt brauche ich nur eins abgeben, oder was? Super, danke. Was haben wir hier alles? Hm, ich brauche immer noch das, ey. Ja, ist meine Katze überhaupt schon wieder da?
Akebono Sake und unbekannter Samen. Hamill. Verdammt. Nochmal alle, die Seewaffen hat. So, kann ich jetzt hier wieder neue Sachen herstellen oder so, wie ich das mitbekommen habe? Okay, anscheinend schon, ne? Finstertrunk, ein. Okay. Mein Gott, was? AZ, was? AZ steigen auch dadurch? Sehr schön. Upsi, okay. Mein Gott, der ist aber richtig gut. Silber erstmal. Na gut. Nihilis. Ich frage mich, was ich tun kann, um ein besseres Vorbild zu sein. Es muss etwas geben. Ja, natürlich. Was, wenn ich dein Vorbild bin? Wenn ich dein Vorbild bin, wenn ich ein Vorbild sein könnte, dann wäre doch gut. So, Alfred Schatz, was? Indigo-Kugel, ein Juwel von tiefblauer Farbe. Was? Okay. Ist das hier? Okay. Ich dachte, da wäre wieder ein Alfred Schatz, so wie im ersten Teil. Oh, egal. Haben wir das gefunden. So. Irgendwo ein Schnaps oder so wieder. Napfel. Hey. Genau. Ja. So viele Throwbacks zum ersten Teil. So, was haben wir hier noch? Lana, mein Mann ist wahrscheinlich im Obstgarten. Er arbeitet in letzter Zeit von früh bis spät. Okay. Ja, ja, stimmt ja. Da wurde ja hier alles von einem großen Geist damals angegriffen, ne? Und wir haben dann in so einer Nebenmission dann ja die Familie hingebracht, die irgendwie, weiß ich nicht, aus Hamill geflüchtet ist, als der Angriff war. Und die haben dann hier wieder alles, ja, aufgebaut, sag ich mal. Und dann später jetzt ein Jahr, also ja, haben die wieder die ganzen Leute hingebracht, finde ich. Glaube ich, weiß ich nicht, mal gucken. Wie ich das mitbekommen habe. Ja. Und hier ist nichts. Und hier muss aber was sein. Ja. Gebetsfähnchen, ein traditionelles Zeremoniengewand aus Shandu, sehr gefragt. Wofür brauche ich das ganze Zeug alles? Mal gucken. Wir werden es nie herausfinden. Ich meine, irgendwann herausfinden. Warte mal, ist ja auch noch was. Nein, okay. So, aber ich bin noch wegen irgendwas anderes hier. Ich weiß nur nicht mehr was. Aber mal gucken, werden wir schon herausfinden. Irgendwo ist hier eine Quest. Ich weiß nur nicht mehr, was wir machen müssen oder überhaupt. In Arbeit. Wurzelshaarband, Halsband. Habe ich nicht angenommen? Immer nur nimmst du mit Dingens. Mit Hamill. Oder? Ein Reisender hat eine Katze in ein Loch im Südosten verschwinden sehen. Katzen mögen enge Orte. Was, ich hatte doch irgendwo eine. Was? So kann ich den Mist immer noch nicht annehmen. Wieder Schrein, da kommen wir auch hin. Ja, wo sollen wir heilige Asche herbekommen, Mann? So, wir sind schon wieder vollkommen umsonst hingegangen, eigentlich. Hab ich so ein Gefühl. Sehr schön. Ja, schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. Gehen wir mal zu Elises Haus. Ja, ich habe schon wieder Elise gesagt. Wie im ersten Teil. Glühfrucht. Okay. Ja, ne, heilen, das wäre gut. War schon wieder gegen das Mikro gekommen. Ah. So, eigentlich ist ja nicht so viel passiert, finde ich. Wenn wir da unten eine Porange finden, ne? Oder wie die Dinger nochmal hießen. Dann
Okay. Sehr schön. Wieder ein Throwback für Baumwollzeug alles. Ich hätte am liebsten hier die ganzen Missionen oder so, wo wir die abgeben können, aber wahrscheinlich muss ich erstmal eine Hauptstory und so weitermachen. Ich bin schon vollkommen zu früh hier, ne? Ich spoiler schon alles irgendwie vor. Kann man jetzt so hoch gehen? Nein, okay. Ich dachte. So, jetzt hier noch alles irgendwie erkunden. War ein bisschen blöd. Ich sagen, wir machen nächstes Mal mit der Hauptstory weiter. Vielleicht irgendwie das Gefühl habe, wir können. Oh, noch eine Orange. Dass wir nicht viel hier ausrichten können. Hi, Jude. Keine Information. Okay. Ja, Geld. Warum dreht sich alles um Geld, ey? Alles dreht sich um Geld. Jeder will Geld und so, ey. Mein Gott, wie schnell. Ja, ist aber ein ganz schöner Fortschritt vom letzten Teil aus. Aber man kann immer noch nicht hin. Ohne Katze. Na? Komm her. Na, kommst du ja. Schrödinger gefangen. Okay. Hier oben noch irgendwas? Nein, hast du was zu sagen? Ja, eine Brücke und die Leitern gemeinsam reparieren. Aber einige wurden von Kugeln beschädigt. Ist das nicht furchtbar? Die waren auch schon immer ganz. Hat nicht weh getan. Warte mal, da hinten ist die Zagut-Stahlwiese, ne? Stromtalwiese, wenn ich mich nicht irre, oder? Ne, Gallierfahrt. Ma! Aber ja, machen wir nächstes Mal mit der Story weiter, finde ich. Und dann gehen wir noch mal ganz schnell zurück zum Aladdin-Seehafen, finde ich. Ne? Warte mal. Noch einmal kurz die Dinger hier überprüfen. Aber ich hatte noch eine Mission über Hanmil, oder habe ich die schon abgegeben? Ist ja gut, Stromtabi, wo ist denn das nochmal? Bin ich immer noch nicht Dingens hier, wie heißt das? So ein verdammtes Püppchen bekommen habe. Mach mir auch Sorgen. Ich glaube, ich sollte vielleicht. Bei dies tut euch die ganze Zeit irgendwie so anmerken, dass die Katzen irgendwie halt finden können. Deswegen verstehe ich das nicht. Wir müssen mal per Katzen finden. Muss ja einfach so sein. Ich habe keinen Bock, durch die Heliobox-Festung hier wieder rumzurennen. Wenn ich ganz ehrlich sein will. So. Wie sieht denn aus, wenn jemand anders so rennt? Sehr schön. Boah, wie der alte Mann Gas gibt, ey. Ich muss aufpassen, ich darf nicht in die Gegner reinrennen, sonst gibt es definitiv eins aufs Maul per Hinterhalt. Glaube ich. Nein! Ah! Verdammter Dreck. So, ich hab den Knarren. Aua. Mit dir. Aua. Aua. Hilfe. Falscher Rhythmus, ey. Nochmal. Und nochmal das hier. Okay, hat nicht mehr geklappt. Not as good as my mom, but take that. Huh? Okay. Yes, that's what I'm talking about. Ja, Wiedererstellung, sehr schön. Ich will das haben. Danke. Okay,
Jetzt mal wieder mit Blutgar. So, Rumalbahn können wir irgendwie später im Spiel, finde ich. Wenn wir frei durch die Gegend laufen können und machen können, was wir wollen und mehr Zeit haben. Verdammt. Es war zu spät. Gib mir das. Ist richtig schwer, nur so anzuhalten, irgendwie, finde ich. Lass einfach nichts mehr drücken. Fertigkeit erlernt, jawohl. So. Voll so abgreifen hier über einfach alles, was ich hier sehe. Ey. So weit ist es schon gekommen. Ich meine, so weit war es schon immer, aber. Wisst schon, was ich meine. So, jetzt sind wir im Aladdin-Seehafen. Bin mir fast sicher. Ja, das ist der Aladdin-Seehafen. Da kann ich neue Sachen erstellen. Das wird alles immer ein Trend sein. So, Speziale. Ich könnte einen Finstertrunk noch holen, dann können wir das hier erstellen. Nee, lass mal erstmal. Waffen haben wir auch nichts Neues, ne? Ich habe schon geguckt. Bäh. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder ist, Let's Play Tales of Xillia 2. Und dann geht es auch mit der Hauptstory weiter, versprochen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.